Ich hoffe, wir müssen das Scheißvieh jetzt nicht töten, weil wir die Option, ihn töten, nicht genommen haben. Das wäre nicht so nice. Ich hoffe, der Ton hier immer noch unten rum. So, Papa Wesen hier. Papa Wesemir ist nicht mehr hier unten. Das heißt, raus, raus, raus. Raus, raus mit Papa Wesemir. Ja. So wirklich auf Easter Eggs bin ich noch nicht gestoßen. Außer man muss halt wissen. Eigentlich, und ich weiß jetzt nicht, wie die Serie allgemein damit umgehen wird. Ach, ach, wach, Papa Wesemir. Ah, das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten. Aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium Equum habt ihr bereits. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Alles klar, Papa Wesemir. Moment. Ja? Ach, diese Option, ja. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es drei Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Ich rieche, dass ich letztendlich das alleine ausbaden darf, ohne euch. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Gewiss. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfungen vor. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf dem Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Fort gewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Mach deinen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst hunderte. Prägt es euch ein, als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss.
Ja, komm. Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein. Aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen. Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Ja, das ist allerdings wahr. Und wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Wo? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Wir unterhalten uns später. Erhalten Schöllkraut. Furchtbringerauge. Erhalten Hexerstahlschwert. Berengar. Okay, gut. Da haben wir einige Einträge erhalten, die wir aber auch noch lesen können. Wir haben auch noch das eine Buch. Wir können da auch noch mal so ein kleines Let's Read gleich machen. Ach, da hinten war der Furchtbringer, ne? Ja, alles andere wird ja jetzt nicht ganz so schwer sein. Das sollte nicht ganz so schwer sein. Okay. Achso, ja, wie sie mir, das ist natürlich sehr kollegial. So. Tutorials, Glossar, Zutaten, Formeln, ein Medizin für Triss, Effekt. Dieser Trank ist für Triss bestimmt und hat keine andere Verwendungsmöglichkeit. Zubereitung. Der Trank wird hergestellt durch Vermischung einer Furchtbringerklaue mit Zutaten, die insgesamt aus je einem Maß Rebis und Vitroöl bestehen. Dauert der Effekt augenblicklich Toxizität. Laut Lambas Anweisung wird der Trank für Triss die bewusstlose Zauberin aus Schöllkraut. Okay, dann. Sammy, alles gut. So, dann würde ich sagen, dann brauchen wir nochmal einen Trank, ne? Wir haben hier die Furchtbringerklaue. Sammy, hör auf jetzt, komm. Und dann haben wir hier weiße Möwe. Ja, gut, dass das geklappt hat. Oh, Sammy. Komm.
So, dann bin ich aber gespannt, ob das jetzt mit... Ob das mit Triss jetzt klappt. Wo liegt denn die gute Triss? Triss... Ja, alter Mann. Ja? Wir unterhalten uns später. War das noch nicht ausreichend genug? Ich meine, wir sollten doch jetzt den Trank für Triss haben, ne? Medizin für Triss. So, wollte ich noch sagen, ne? Wir haben das doch jetzt hergestellt. Ja, guck mal kurz, was unsere Quest jetzt gerade ist. Quest, ne? Ein Trank für Triss. Ich sollte den Trank zu Triss bringen, die sich im Raum im oberen Stockwerk auffällt. Achso, die ist schon in unserem Schlafzimmer. Na, das ist ja praktisch. Kann ich mich ja gleich zulegen. Ja gut, das ist jetzt vortrefflich. Mal schnell hoch hier, damit es der lieben Triss auch mal wieder besser geht. Die ist ja für vieles ja anfällig. Die hatte ja auch irgendwie eine Magenverstimmung oder so gehabt. Das war, glaube ich, im Buch Erben der Elfen oder das Erbe der Elfen. Achso, Triss liegt hier nicht, die ist im Turmzimmer, alles klar. Da ist Triss nämlich auch krank gewesen. Und wir, Geralt, mussten ihr dann, ja, mussten dafür sorgen, dass es ihr wieder besser geht. So, Triss. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie, sterb mir bloß nicht weg, Marigold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Oh. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich. Ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu vergeben. Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Oi! Tja, die gute Triss, ne? Oh, Geralt, es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutagene und entkamen. Armer Wesemir, wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft,
Ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Außer, ihr möchtet mich noch etwas fragen. Oh, da ist ein ganzer Dialog noch offen. Ach. Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer, der das Labor verwüstet hat? Er ist sehr stark. Er hat die Energie, die er dem Kreis entzog, vollständig kontrolliert. Vielleicht haben wir es bald mit einem neuen Wilgefortz zu tun. Mit wem? Egal. Es gibt da etwas, das ich euch gern beibringen würde. Einen neuen Wilgefortz. Das ist ja interessant. Geralt, können wir gehen? Nee, noch nicht. Ich habe einen ganzen Dialog offen. Nur mal ganz kurz, sie hat ja gerade Wilgefortz hier angesprochen. Wilgefortz von Roggeven ist mit einer der Erzfeinde, die Geralt im Verlaufe der Geschichte noch haben wird. Also jetzt nicht in den Spielen, das weiß ich, weil jetzt zu diesem Zeitpunkt ist Wilgefortz tot, aber vorher, das war ein richtiges mieses Schwein, der Wilgefortz. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt auch nicht so viel auf die Serie halt spoilern, aber der wird noch zu einem echt mächtigen Gegenspieler gegenüber Geralt. Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Dazu müsste ich euch untersuchen. Es kann durchaus sein, dass euer Gedächtnis von allein zurückkehrt. Wie groß ist die Chance? Das ist schwer zu sagen. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, was den Gedächtnisverlust ausgelöst hat. Tja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Geralt, können wir gehen? Nein. Der Diebstahl. Welche Folgen könnte er haben? Die meisten Zauberer und Herrscher würden ihre habgierigen, machthungrigen Seelen verkaufen, um an diese Mutagene zu kommen. Nur ein Meister der arkanen Künste kann etwas mit diesem Wissen anfangen. Von ihnen gibt es nicht mehr viele. Was ist mit wohlhabenden Kaufleuten, Herzögen, Königen? Vielleicht. Alles ist denkbar. Aber wir vergeuden nur Zeit mit derlei Spekulationen. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt. Geralt, können wir gehen? Wir sollten Wesemir nicht warten lassen. Dann kommt. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küstenklima. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss.